Hallo und willkommen zurück hier in der fünften Folge vom Euro Truck Nehmen Sie Simulator die auf Auswahl. der letzten Tour vom Balkan DLC. Und ja, ich habe mir überlegt gehabt, also erstmal, ich spiele hier mit dem lieben Stefan zusammen. Hallo Stefan. Salute. Oh, salute. Oh. Ich habe mir überlegt, über dieses Programm Speed V oder Speed 5 eine eigene Logistik Unternehmen zu gründen und habe so den Namen in den Raum reingeworfen zum Stefan und zwar Baben. Und zwar, das kann ich auch erklären, warum Baben. Ich komme aus Baden. Also dafür das B und A. Und Stefan kommt aus Schwaben. Und dann nehmen Fahren wir Sie das unbeteiligt BEN. hier herum. Zweite Ihr Auswahl. könnt es ja gerne mal auf unseren Discord-Servern oder auch unter diesen Videos beziehungsweise hier im Livestream mal Nehmen Sie die schreiben, Auswahl. wie ihr den Namen findet, oder ob ihr einen anderen Namen habt als Vorschlag, könnt ihr gerne unter die Videos beziehungsweise auf unseren Discord-Servern schreiben. Das war jetzt viel Text für eigentlich eine Ist einfach Kleinigkeit. super gemacht. Hat ich das, ja? Ja. Innerorts 80 ist ja auch cool, ne? Und außerorts wieder 50. Ja, da muss ich auf die Viecher aufpassen. Hier innerorts gibt es genügend Kinder und Frauen und so weiter. Das sind wir natürlich in Selektion. Ah. Das ist schon ein bisschen hart, was du jetzt gesagt hast. Wieso? Fahren Sie geradeaus. Aber nur Ich habe ja nicht die so ein 80 hier bisschen. installiert. Ich habe 90 gemacht. Ich hätte unbegrenzt gemacht. Also, Schallgeschwindigkeit. ich bin ja auch für Tempolimit 130 innerorts. Hat auch mal einer zu mir gemeint, hier, ja, hier, innerorts kann man ja schon 30 fahren. Ja. Da habe ich gesagt, ja, pro Fahren Sie Rad, kurz oder? im Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Ich weiß ja nicht, was er da meinte. Pro Rad, pro Achse. Nehmen Sie die Ausfahrt. Pro Kilo. Oder keine Ahnung. Bleiben Sie rechts. Eieiei, du, da drückt er Das wird sich. eng, du. Oh nein. Abbiegung Ich sehe rechts schon kommen, ich vorgenommen. sehe es kommen. Biegen Sie rechts ab. Die hast Macht aber knappe Sache. gerade da so gekriegt. Ja. Wir müssen auch hier was bieten für die Zuschauer hier. So. Tja, ja. Die letzten 100, 47 Kilometer. Hier fahren sie alle links eigentlich. Im Osten. Es gibt keine rechte Spur. Die rechte Spur ist nur für Fahrradfahrer. Nicht für Fußgänger. Nee, die dürfen.
Links, ganz links, weißt du? Ah, die ganz schnelle Überholspur. Ja. Ah. Wieso habe ich jetzt Fahrtrichtungsstrafe erhalten? Ich bin doch am Überholen. Ach, wegen der durchgezogenen Linie. Sind aber ganz schön pingelig hier noch. Jetzt wird er wieder hier ein bisschen aufmüpfig hier, der Stefan. Und hält sich wieder nicht so an die Verkehrsregeln. Nein! Nein, Mist! Dein Ernst? Weißt du, was das war? Das war der Blitzer. Der Blitzer hat mich voll zurückgeschmissen. Scheiße. Das war nicht mein Ernst. Wo bist du gelandet? Ich lieg auf der Seite. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier irgendwie in die Werkstatt komme. Ich bin recht, aber auf einmal war der Blitzer dann wegen vom Blitz abgeprallt. Ah. Da vorne bist du ja schon. Du bist vor mir. Da muss ich erst mal gucken, wo hier. Neumarkt. Oh, oh. Das wird teuer. 14.200 Tacken. Ja, bei mir wird's auch teuer. Wo bist du denn? Keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Dort, wo ich reinkomme. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Rechts. Bleiben Sie links. Ich glaube, ich muss gucken, dass ich in Zukunft hier weich genug wieder weg bin vom Stefan. Das wird zu teuer für mich. Bist du wieder unterwegs, ja, oder? Nein. So, geht doch. Ja, da. Das ist so ein Rowdy. Auf der nächsten Schnellstraße überholst du mich dann einfach. Obwohl 150 Kilometer, wir haben jetzt gar nicht mehr weit. Was passiert eigentlich, wenn ich nachher hier das Spiel beende mit einem Minus auf dem Konto? Dann wirst du gefeuert. Aber ich habe gehört, da gibt es ein Logistikzentrum. Biegen Sie rechts. Baben besucht einen neuen Fahrer. Einen neuen Fahrer? Ja. Ja, der muss sich aber an die Verkehrsregeln halten. Das ist doch nur Mobbing. Links vor Ihnen. Biegen Sie links ab. Das ist so knapp. Oh nein! Irgendjemand hat mich gestritten. Weißt du, wer das war? Nein. Ich auch nicht. Bin bestimmt wieder keine Ahnung wo. Du kommst schon wieder von vorne, dort wo du vorhin warst. Na super. Sie rennen schon mal auf der Seite. Es wird ja immer teurer. Aber ich hab gar nichts abbekommen, das war glaube ich der NPC oder so. Rechts ab.
Ja, immer wenn man hier mit dem Stefan spielt, da. Keine Ahnung, da. Es wird immer teuer. Habt ihr das gesehen? Zieh die einfach raus von mir, du. Hoffentlich. So viel Anhängerschaden, wie ich jetzt hab, hatte ich noch nie. Abbiegung rechts vor Ihnen. Auf 95 Kilometer. Da haben wir es geschafft. Biegen Sie rechts ab. Wie 95 Kilometer? Bis zum Ziel. Du hast noch 95 Kilometer. 90. Ja. Du? 210. Was? Wo hat der dich hingebracht? Keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Abbiegung links vor Ihnen. Biegen Sie links. Gut, das ist ein Kollege hier. Wenn ich in einen Unfall verwickelt bin und dann beim Losfahren ihn nochmal berühre. Ja. Kommt schon wieder Unfall verursacht. Kann doch gar nicht sein. Doch. Fahren Sie geradeaus. Man kann ja nur einen Unfall haben. Nein. An der Bandstelle. Nein. Biegen Sie links ab. Spiel sagt nein. Schon Bug. Biegen Sie links ab. Oh nein! Fahren Sie gerade auf Bums gemacht. Schon wieder. Ja. Aber diesmal hat es auf die Seite gelegt. Zu Werkstatt abschleppen? Einverstanden, ja. So, wo bin ich gelandet? Was? Nein. Warte kurz. Wo bist du jetzt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall schickt er mir Pobots gerade ein Schild von Wien. Das wäre jetzt ein bisschen weit. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Nee, das ist die gleiche Stelle wie vorhin. Ja. 106 Kilometer. Nehmen Sie die Ausfahrt. Na gut. Okay. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Die nach links ab, okay. Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. Unfall verursacht, ich bin hier reingefahren. Fahren Hallo? Sie geradeaus. Meine Güte. Tja. Können wir also Bank-Cheat-Mod runterladen? Für Reparatur oder Reparatur ausschalten? Keine Ahnung. Schaden ausschalten. Könnte ich ausschalten, ja. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Weil wenn ich dem McManus zugucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den Schaden eingeschaltet haben. Doch. Glaube ich. Echt? Okay. Nehmen Sie die Ausfahrt. Aber die haben die Verkehrsregeln abgeschalten. Okay. Aber wir machen ja auch kein Speedrun in dem Sinn. Nee. Speedrun wäre wirklich stempelvoll runter und gib ihm was geht. So wie du immer fährst. Nee. Dann wäre ich ja in der ersten Folge schon am Ziel. So, wie weit hast du es noch? 160 Kilometer. Okay. Aber ich war im Kreisverkehr, fahr da um den Kreisverkehr rum, auf einmal kippt er um. Tja. Hier sieht man noch die Polizeispur auf der Straße. Da gab es einen LKW-Unfall hier. Von dir? Nee, von dir. Ich komme erst jetzt gleich zum Kreisverkehr.
Aber wieso hat er dich so weit weggeschleppt? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, du. Ampel ist rot, komm schon. Ach ja, die roten Ampeln, ne? Die roten Ampeln. Schuld ist doch nur die Ampelkoalition dann. Ah, weißt du, so ein Speedrun könnten wir auch mal machen. Aber da würde ich dir wegfahren. Ja. Deswegen können wir ja keinen Speedrun machen. Außer ich boxe ich jede Zeit eine Kreuzung aus. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. So, jetzt bin ich gleich am Kreisverkehr, wo es mich vorhin ausgehauen hat. Nehmen Sie die Ausfahrt. Okay. Ich habe noch 96 Kilometer. 95 Kilometer. 95? 95, 94. Das ist gut. Du müsstest jetzt bei 105 ungefähr sein, oder? Ja, gleich. Kommst du eigentlich an die gleiche Strecke, wo wir vorhin auch waren, oder ist es eine andere Strecke jetzt? Ich glaube, ich bin jetzt bei der gleichen. Ich meinte, rechts war jetzt gerade vorhin die Werkstatt. Ah, okay. Also, da bin ich gar nicht mehr so weit weg. Und hier war der Unfall. Genau, dann haben wir Geistlinge, dann nicht das wieder rausgehauen. So, hier muss ich jetzt langsam fahren, weil vor mir ist Polizei. Biegen Sie links ab. Kluster Bucker ist schon ausgeschildert. Sehr schön. Sie um den Kreisverkehr so. Herum. Erste Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. So. Ah, 102 Kilometer. Ja. Kloster Bocker. Ich komme. Noch 68 Kilometer. Für noch 68? 65. Biegen Sie rechts ab. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Aber jetzt kann ich ja Vollgas geben, oder? Soweit es geht. Ja. Die Folge wird leicht überzogen. Bonusmaterial. Oder müssen wir nochmal Pause machen für eine weitere Folge? Nö, nö. Und nächste Woche sind wir ja dann wieder auf der Silver Run, ne? Ja. Ui, das war knapp. Uiuiui. Okay. Dabei habe ich gebremst. Leck mich am Socken, du. Wo komme ich jetzt raus? Hat sich schon wieder umgeworfen. Ja. Mal in 6 Schikane, ich hab.
alle links überholt und dann abgebremst, aber dann beim Linkskurve da hat mich. Dann bin ich ja sozusagen vor dir. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich schon wieder bei dem Ding komme. Ja, das sieht so aus. Ja, ich bin schon wieder bei der, ne? Jetzt kann ich die Strecke auswendig mittlerweile. Schon wie in so einem schlechten Computerspiel. Déjà-vu. Level wieder neu starten. Ah. Wie viele Kilometer hast du noch? Ich habe einen Anhänger gerade abgegeben. Schon abgegeben? Ja. Oh. Aber du hast schon noch 60 Kilometer gehabt oder sowas, oder? Ich hab's dir immer gesagt mit einer 100 davor. Ach so. Also hast du mich belogen. Ja, eiskalt. Jetzt habe ich das Konto schon überzogen, jetzt gebe ich hier Vollgas. Mein Schmerz-Minus kannst du nimmer. Ja. Halt doch schon, aber. Ich riskier's. Also Geschwindigkeit ist egal, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich nicht schon wieder umfall. Anscheinend haben die hier nur eine Werkstatt hier. Tja, jetzt heißt es hier für mich warten. Kannst du schon mal gucken, was es für Jobs gibt von Flugstadtbucher aus? Ist ja egal, wenn so wir dann bei der so nächsten, wenn wir beim nächsten Mal ja wieder das andere andere Pro-Mods haben, dann könnte es sein, dass wir da ganz andere Mods haben, ja. Weil wir sind ja dann gar nicht mehr hier. Wir sind da dann wieder in Stuttgart. Ach so. Wegen der neuen Spielversion. Mhm. Und rot bin ich auch noch. Schlafen, also Kaffee müsst ihr auch noch holen irgendwo. Ist doch. Du bist schon rot. Das ist alles gegen mich. Wie bitte? Du bist schon rot. Ja. Ich nicht. Ich war vor dir schlafen. Tja, liebe Freunde, jetzt warten wir hier, bis der Stefan irgendwann mal hier auftaucht. Na gut. Eigentlich. Ja? So weit hat das ja nicht gar nicht. Nee. 100 Kilometer. Kreisverkehr, Abbiegung, Kreisverkehr, Abbiegung, Kreisverkehr, und dann ist er da. Und er braucht Kaffee. Ja gut, Kaffee kriegt er kurz bevor er da ist. Sehr schön. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. 95 Kilometer im roten Zustand, weiß ich nicht. Sportlich. Ach, scheiße, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist eh schon im Minus, ne? Egal. Finden Sie einen Parkplatz? Also es ist interessant zu sehen, wie sich dein Punkt gerade bewegt auf der Karte, ne? Okay. Nämlich gar nicht. Doch, doch, die bewegt sich. Okay.
So, Kreisverkehr bis gerade rum. Ja. Kommt nochmal Mini-Kreisverkehr beim, nach dem Bahnübergang. Ja. Nimm diese Ausfahrt, ja, gerne. Bin ich auf der geraden Strecke da? Da kannst du schon mal laufen lassen, ne? Ja. Noch 60 Kilometer. Ja, da habe ich gesagt, ich habe noch 160 Kilometer. Ja. Pass auf, da kommt gleich das S, gell? Ja, ja. Also wenn ich nur, wenn ich mir nur einmal umkippt, dann ist so, dann höre ich da auf. Dann melde ich den Auftrag halt nicht. Obwohl ich mittlerweile hier die ganze Nachbarschaft kenne. Ja, da kennt sich schon gut aus, ne? Gut, da steht ja auch 30 km/h. Tja. Oh, ich habe mit 70 links überholt. Und dann muss dann links rechts gehen, dann war die Mauer da. Boom. Ja, aber du bist durchgekommen diesmal. Ja. Mein Sichtfeld wird immer kleiner. Noch 38 Kilometer, 37. Schauen wir mal, ob du es packst. So, was waren es? Ich glaube 6 Kilometer, also 30 Kilometer hast du noch so. Ja. 25 bis zur Rast, wo du Pause machen kannst. Okay. Dein Name taucht schon auf. Im Navi. Aber nur die untere Hälfte vom Namen. Ja, jetzt schläfst du gleich ein und batz und liegst wieder auf der Seite. Nee, da kommt LKW. Da hupt jemand. Echt? Ja. Da sehe ich das Bett. Ja, genau, davor kommt noch ein Kreisverkehr. Den musst du halt noch fahren. Kluster Poka. Und das haben sie jetzt aber wieder rumänisch geschrieben. Ja. So, wo steht die Einfahrt? Da ist der Rekord. So, Kaffee geholt. Hast du einen Kaffee geholt, ja? Ja. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Bist du ja endlich mal da? Ist vorbei. Hier. Jetzt muss ich einen riesen Bogen im Ort machen, du. Tja.
ist ja keine Querstraße oder wie? Nee. Ist ja nur gut, dass da oben, wo du gerade warst, ein Kreisverkehr war. Aber nicht zu dir rüber. Nee, aber man hätte zu mir rüberfahren können. Wenn man eine Straße also, hingemacht hätte. Achso, ja. Überleg mal, was passiert, wenn du jetzt umfällst. Dann werde ich wahrscheinlich hier zu einer Werkstatt kommen. Ich will es aber nicht testen. Nicht? Nein, nein. Ja, jetzt links abbiegen hier. Oh Mann. Ah, Polizei, komm. 5 km/h schnell oder so. Und schon weg da rum. Ja, klar. Selber würde ich auch schneller fahren. Ich glaube, das war letzter Kreisverkehr hier. Das ist ja egal. Hier. Genau, das letzte Kreisverkehr. Ich sehe gerade noch, ich habe ein bisschen Rest von meinem Bier hier. Wie Rest von deinem Bier? Ich habe mir vorhin Hefe eingeschüttet. Und nicht austrunken. Schäm dich. Ja, vor lauter Umkippen. Ein König Ludwig dunkel. Okay. Ah, ich sehe Lichter, so. Ich sehe Lichter. So, wo muss ich hier parken? Hm? Da hinten wahrscheinlich, oder? Hinter dem Gebäude, ja. Deswegen habe ich mich da hingestellt, dass du weißt, dass du da nicht langfahren musst. Bin mal gespannt, ob du an gleicher Stelle entladen musst, wie ich musste. So, Stefan beim Versuch, den Anhänger einzuparken. Ich kann nicht näher ranzoomen. So. Hast abgegeben. Ja, klar. Oh, jetzt kommt die Zahnrechnung. Gute Arbeit, ja. Super. Ja, gute Arbeit. Bist du überhaupt mein Level? Bist du überhaupt mit Plus da raus, oder? Ja. So, ich darf mir wieder einen Punkt vergeben. Just-in-Time-Lieferung? Ne, lass mal lieber. Ach so, zerbrechliche Fahrt auch schon? Ne, halt, ich nehme mal hier ADR. Ich glaube, ich bin mehr Kohle, wenn wir die ADR-Fahrt machen, oder? Keine Ahnung. So, dann kann ich zu dir rausfahren, oder? Kannst du? Motorfehlfunktion, juhu. Und aussteigen, oder? Dann. So, dann gehen wir noch in die Totale hier.
So. Knutschi, knutschi. So. Das soll es auch gewesen sein für eine überlange Folge. Ich mache es gar nicht so kurz und schmerzlos. Also ich habe nur noch ein 5-minütiges Outro. Ja, nächstes Mal sehen wir uns hier, hoffentlich, wenn alles gut klappt, in der neuen Version von ETS, inklusive Westbalkan und Promats. Wer das genau wissen will, ob das passt, natürlich gerne bei uns in den Discord vorbeischauen. Und da werdet ihr dann informiert, wie es da weitergeht. Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Hier und da haben wir ein paar Highlights gehabt. Und nächste Woche geht es dann wieder los mit LS22 Silverrun. Freitagabend, oder Simon? Und ja, jetzt auch gleich in der Freitagabend. Achso, bin ich jetzt schon dran? Ja, ich bin dran. Das wusste ich jetzt nicht, sorry. Ja, ich mach's kurz und schmerzlos, da diese Folge ja eigentlich jetzt doppelt so lang war. Ja, danke fürs Zuschauen, egal ob Folgen oder Livestream. Und ja, beim nächsten Mal ETS 2 sehen wir uns wahrscheinlich Westbalkan und die neuen Pro-Mods. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.